Projekt. Gegen Mobbing. Servus Leute, herzlich willkommen zu diesem Video bzw. zu Teil 2 unserer kleinen Videoreihe Drachenlord-Kritiker Klonter 77, die Akte Martin G. Heute widmen wir uns einmal ausführlich den Straftaten, die von Martin G., teilweise sogar nachweislich, begangen wurden. Drachenlord-Kritiker Klonter 77, die Akte Martin G. Das Thema Straftaten wurde ja bereits in Teil 1 oberflächlich angeschnitten. Doch im heutigen Video soll dieser Themenkomplex ausführlich und vor allem gesondert behandelt werden. Beginnen wir direkt. Schließlich ist die Strafakte Martin G. deutlich dicker, als es die meisten von euch vermutlich ahnen würden. Denn der auf den ersten Blick unschuldig und beinahe kindlich wirkende Martin G. ist mitnichten so harmlos, wie er zunächst erscheint. Die meisten der von Martin G. begangenen Straftaten dürften sich im Netz bzw. auf Social Media Plattformen ereignet haben. Einige mitunter strafrechtlich relevante Aktionen von Martin G. haben wir bereits in Teil 1 thematisiert. Speziell die volksverhetzenden und beleidigenden Äußerungen und Scherze von Martin G. sind in diesem Zusammenhang erwähnenswert. Für nähere Informationen zu den konkreten Fällen dieser Art bitten wir euch, den ersten Teil dieser Videoreihe anzusehen. Eine von Klonters zweifelsohne gravierenderen Straftaten bestand 2018 in dem Verfassen mehrerer Drohbriefe. Das Opfer besagter Drohbriefe war der Hobby-YouTuber Drachenfelsen, auch bekannt als Marcel Dietzel, der dem Vorfall seinerzeit auf seinem YouTube-Channel ein ausführliches Video gewidmet hat. Ja, heute so am 18.04.2018 habe ich diesen Brief hier bekommen. Das ist schon der zweite Drohbrief innerhalb von 4 Wochen von diesem Kotzer 77 da hier aus Leipzig. So sieht er aus. Das ist das, was er auch neulich in einem seiner Videos auch angekündigt hat zu schreiben. Da hat er den gleichen Mist gemacht wie in einem Video bei, was er unter dem Namen Der echte Hater verbreitet hat. Und ich lese mal den Schwachsinn hier ein bisschen mal vor. Also, hallo Marcel Dietzel, wie geht es dir? Ich hoffe schlecht, denn das genau sind deine Videos. Du Hure, schäm dich, du Hackfresse. Schäm dich, du Hackfresse. Das muss gerade so eine peinliche Nachtigall wie der sagen. Ne? Komm zu mir. Und ich schwöre dir, ich prügel dir die Scheiße aus dem Leib. Und was machst du da im Wald? Etwa Kinder schänden, du Pedo? Ja, wenn man nicht mehr weiß, wie man jemanden beleidigen soll, ist man sofort ein Kinderschänder, ne, aus Sicht der Rechtsextremisten wie du. Dann komm ich zu dir und stell die Kamera auf und schlag dich um vor der Kamera. Ich hau dich um, Junge. Lösch deine Videos, lösch deinen Kanal. Und geh uns nicht mehr auf den Sack, du Missgeburt. Dietzel erstattete schließlich Anzeige wegen des Briefes und dokumentierte fortan auch die entsprechenden juristischen Entwicklungen den konkreten Fall betreffend. Die Inhalte der Briefe, in denen Martin G. den YouTuber beleidigte und bedrohte, waren an Widerwärtigkeit und Geschmacklosigkeit kaum zu überbieten. Ja, und als ob das Fass noch nicht voll genug war, bekam ich dann etwa am 10. Mai herum ein Paket zugestellt vom Otto-Versand mit einer Bestellung drin, die ich nie getätigt habe. Was das für eine Bestellung ist, weiß eigentlich nur der Täter und ich. Ich sage es nicht, welche Bestellung das ist, denn ich habe in allen Fällen bislang auch Strafanzeige erstattet, auch wegen der Drohbriefe und natürlich auch wegen Betrug und so weiter, wegen Bestellbetrug, weil es ist ja mit meinem Namen ein Profil damals beim Otto-Versand angelegt worden, gegen mein Wissen. Ja, nur muss ich dazu sagen, das ist Erpressung und Verleumdung in einem Satz. So. Und jetzt geht der nächste Satz gleich weiter. Jedes Mal, wenn ich träume, sehe ich deine schwabbelige Mettfresse an und schlage dich in meinen Träumen zu Matsch zusammen. Ja, wie soll ich sagen? So Pi mal Daumen.
Androhung von Gewalt gegen meine Person zu lesen, in Tateinheit mit schwerer Verleumdung. Oh. Im Übrigen stehen wir seit einiger Zeit mit dem YouTuber Drachenfelsen in Kontakt. Dietzel hatte uns, unter anderem, mit wertvollen Infos inklusive Screenshots über Klonter 77 alias Martin G. versorgt und uns so bei der Recherchearbeit zum ersten Teil dieser Medio-Videoreihe sehr geholfen. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an dich, lieber Marcel. Ist es nicht schön, wie der Kampf gegen Hass und Mobbing die unterschiedlichen Menschen vereint? Dieser Umstand wird übrigens auch durch unseren Kanal sehr eindrucksvoll deutlich. Inzwischen sind es bereits über 2100 Unterstützerinnen und Unterstützer unserer Anti-Mobbing- und Anti-Hass-Agenda. Ein Umstand, der uns sehr erfreut, zumal wir es nie für möglich gehalten hätten, derart viele Menschen durch unsere Inhalte erreichen zu können. Aber nun zurück zum eigentlichen Thema des heutigen Videos. Wie ihr nun seht, ist Martin G. keineswegs so unschuldig und harmlos, wie er mit seinem kindlichen Erscheinungsbild und seinem unreifen Humor vielleicht zunächst erscheinen mag. Nein, Martin G. dürfte sogar durch den zuvor geschilderten Fall mit den Drohbriefen entsprechend vorbestraft sein, zumal der Vorfall seinerzeit auch vor Gericht behandelt wurde. Und obwohl das Verfassen und Versenden eines derartigen Briefes im ersten Moment vielleicht nach einem kleinen Lausbubenstreich klingen mag, so ist es alles andere als ein harmloser Scherz. Schließlich hat Martin G. Herrn Dietzel sogar mit dem Tode bedroht und ihn zudem wüst und herabwürdigend beschimpft, wodurch außerdem eine Verletzung des Ehrgefühls gegeben sein dürfte. Im Folgenden haben wir alle in diesem Fall in Frage kommenden Paragraphen für euch jeweils mit einer kurzen Erklärung versehen aufgelistet. Damit wollen wir euch nochmals deutlich machen, dass es sich hierbei keinesfalls um ein Kavaliersdelikt handelt. Da wir aber selbst keine Expertinnen und Experten in Sachen deutsches Strafrecht sind, haben wir uns einen langjährig befreundeten Juristen ins Boot geholt, der uns folgende Liste mit Paragraphen zusammengestellt hat, welche im konkreten Fall eventuell in Frage kommen könnten. Also, Paragraph 241 StGB Bedrohung, Absatz 2. Wer einen Menschen mit der Begehung eines gegen ihn oder eine ihm nahestehende Person gerichteten Verbrechens bedroht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Erklärung: Martin G. hat Herrn Dietzel eindeutig mit der Begehung einer rechtswidrigen Tat gegen ihn bedroht. Dann komme ich zu dir und stell die Kamera auf und schlag dich um vor der Kamera. Ich hau dich um, Junge. Paragraph 185 StGB. Beleidigung. Erklärung: Dieser Punkt ist wohl selbsterklärend. Innerhalb der Briefe finden sich zahlreiche Beleidigungen und anderweitige Äußerungen, wodurch die Ehre des Opfers verletzt wird. Du Hure. Paragraph 240 StGB. Nötigung. Erklärung: Der Brief und die damit verbundene Aufforderung der Kanallöschung kann unter Umständen als Nötigung gewertet werden. Lösch deine Videos, lösch deinen Kanal und geh uns nicht mehr auf den Sack. Nun kommen wir zum zweiten strafrechtlich relevanten Fall, den wir hier ausführlich besprechen werden. So ziemlich jeder, der das Drachengame aktiv verfolgt, dürfte von diesem Vorfall mitbekommen haben. Das Lager von Rainer Winkler, wo dieser einige seiner wertvollsten Habseligkeiten untergebracht hatte, wurde von Hatern geplündert, welche anschließend mit Fotos der Gegenstände prahlten und diese auch teilweise zum Verkauf inserierten. Die eingelagerten Gegenstände dürften vor allem einen hohen emotionalen Wert für Winkler haben, was die Aktion eigentlich nur noch ekelhafter und grausamer macht. Einem Mann, dem man bereits so ziemlich alles genommen hat, was ihm jemals etwas bedeutet hat, werden nun auch noch seine letzten, ihm gebliebenen Habseligkeiten geraubt. Und das alles aus purer Sensationslust? Und noch viel schlimmer, um aus reinem Sadismus den ohnehin psychisch angeschlagenen Winkler noch zusätzlich zu quälen und zu erniedrigen? Eine absolut widerwärtige und empathielose Aktion. Das steht außer Frage. Hier noch ein paar kurze Worte an jeden Einzelnen, der an dieser Plünderung beteiligt war. Ihr solltet euch zutiefst schämen für so ein absolut widerwärtiges, sadistisches und rücksichtsloses Verhalten. Eure Eltern müssen im Laufe eurer Erziehung definitiv einiges versäumt haben. Nun aber wieder zurück zum eigentlichen Thema. Auffällig ist, dass Klonter 77 nach der Plünderung einer der ersten war, der Bilder von Winklers Gegenständen veröffentlichte und sich damit brüstete. Außerdem veröffentlichte er den Inhalt alter Videokassetten, die Privataufnahmen von Winkler beinhalten,
worauf unter anderem auch dessen Familie und Freunde zu sehen sind. Zudem wurden sowohl das Kanallogo sowie die Visitenkarte von Klonder 77 am Tatort sowie am ehemaligen Wohnort von Winkler hinterlegt. Die Vermutung liegt also sehr nahe, dass Klonder 77 alias Martin G. für die Plünderung des Lagers und den Diebstahl der Gegenstände zumindest mitverantwortlich ist. Auf T-Online wurde zudem ein Artikel veröffentlicht, in dem Martin G. ebenfalls als mutmaßlicher Haupttäter benannt wird. Zusammengefasst gibt es sehr viele Indizien, die dafür sprechen, dass Martin G. an der Lagerplünderung beteiligt war und sich somit erneut strafbar gemacht hat. Die eventuell in Frage kommenden Paragraphen haben wir erneut mit Hilfe unseres Juristenfreundes mit einer kurzen Erklärung bzw. einem kurzen Fallbezug für euch zusammengestellt. Paragraph 246 StGB Unterschlagung Absatz 1. Wer eine fremde bewegliche Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zueignet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. Erklärung: Winklers Gegenstände wurden definitiv zumindest unterschlagen. Sollte Martin G. dafür verantwortlich oder daran beteiligt gewesen sein, würde er sich wegen Unterschlagung strafbar machen. Paragraph 242 StGB Diebstahl. Erklärung: Die Gegenstände Winklers wurden außerdem von mehreren Beteiligten gestohlen. Klonder 77 alias Martin G. hat zweifelsohne die sogenannten Rudi-Tapes, also die Kassetten mit Privataufnahmen von Winkler, entwendet, um sie später rechtswidrig zu veröffentlichen. Paragraph 259 StGB Hehlerei. Erklärung: Da die gestohlenen Gegenstände Winklers zumindest teilweise auch noch verkauft wurden bzw. zum Verkauf oder zur Auktion inseriert wurden, kommt auch der Tatbestand der Hehlerei in Frage. Ganz abgesehen von diesen Straftaten macht sich Martin G. auch noch auf datenschutzrechtlicher Ebene wegen der Veröffentlichung der Rudi-Tapes strafbar. Hier haben wir noch weitere Paragraphen, die im Gesamtfall Martin G. möglicherweise relevant sein könnten, für euch gesammelt. Einige der Vorfälle haben wir bereits in Teil 1 der Reihe thematisiert. Bei etwaigen Fragen zu den jeweiligen Fällen schaut euch einfach das besagte Video an, welches wir auch noch einmal für euch in der Videobeschreibung verlinkt haben. Folgende Paragraphen könnten auch noch von erheblicher Bedeutung für das juristische Schicksal von Martin G. sein. Paragraph 130 StGB Volksverhetzung. Erklärung: Einige der von Martin G. veröffentlichten geschmacklosen Scherze und Memes, welche zum Beispiel das Dritte Reich parodieren, dürften unter den Begriff Volksverhetzung fallen. Paragraph 182 StGB Sexueller Missbrauch von Jugendlichen. Erklärung: Die Aufforderung von Martin G. gegenüber 2 minderjährigen Jungen zum sogenannten Pimmelfechten ist nach Ansicht unseres befreundeten Juristen eine strafrechtlich relevante Handlung, auch wenn diese Aussage von Martin G. angeblich nicht ernst gemeint war. In diesem Sinne schließen wir mit diesem äußerst düsteren Kapitel in der Akte Martin G. ab. Wir bitten euch, vorsichtig mit etwaigen Anschuldigungen zu sein, zumal einige der Taten noch nicht hinreichend bewiesen sind. In Teil 3 der Videoreihe wird es gesondert um die Pädophilie-Vorwürfe gegen Martin G. gehen. Hierzu stehen wir bereits in Kontakt zu einem Experten. Bis dahin, bleibt gesund, euer Projekt gegen Mobbing-Team.